Das ist sie, die LP22, der ganze Stolz der ECOKRAFT AG. Eine Pelletieranlage, komplett made in Germany und entwickelt am Standort Deggendorf in Zusammenarbeit mit der THD. Bisher war es so, wir hatten eine einzelne Pelletieranlage, einzelne Bunkersteuerung, einzelne Siebanlage, wo man die Pellets nochmal aussieben, wo der Feinstaub wegkommt. Alles separat geschaltet, also war immer eine Maschine für sich alleine im Endeffekt. Und ja, so war einfach diese Automatisierung auch nicht machbar von der kompletten Anlage. Aber da ist immer die Nachfrage sehr, sehr hoch nach dem von den Kunden. Also die wollten es sehr, sehr gerne haben, dass alles automatisch läuft. Und jetzt ist es eine zusammenhängende Produktionslinie, eine komplette kleine Pelletfabrik. In dieser Größenordnung ist eine solche Anlage für mittelständische Unternehmen bislang weltweit einzigartig. 2 Jahre hat die Entwicklung gedauert. Pelletiert werden kann eigentlich alles, von Futtermittel über Düngemittel bis hin zu Produkten aus dem Biosektor. Die Kunden müssen die Anlage eigentlich nur noch befüllen und einschalten. Oben im Trichter sind Rührwerke verbaut mit Magneten, dass wir, wenn wir Fremdkörper mit dabei haben, dass wir die rausziehen, dass da ja nichts auch in das Material reinkommt, beziehungsweise auch in den Pressraum. Es ist eine automatische Zuführung da mit Füllstandssensoren, sprich wenn der zu hoch wird, der Füllstand, dann schaltet sich die Zuführung automatisch ab und ja, wartet dann einfach wieder, bis den Impuls bekommt, okay, jetzt ist wieder Material, wir brauchen wieder Material, dann geht es wieder ganz von vorne los. Die Pelletlänge ist dann variabel einstellbar, von 0,5 cm bis ca. 5 cm, je nach Kundenbedarf. Und wenn die Pellets dann von der Maschine unten rauskommen, ja, werden sie dann über unsere Fördersiebtechnik im Endeffekt abtransportiert, nochmal kurz ausgesiebt und am Anschluss dann in den speziellen Bitpacks gelagert. Potenzielle Kunden sind zum Beispiel Landwirte, Betreiber von Sägewerken, Biogasanlagen oder Zimmerer, die ihre Reststoffe selbst verwerten möchten. Die Nachfrage ist deshalb groß. Gebaut werden die Systeme übrigens in Datting bei Grafling. Welche neuen Ideen das junge Deggendorfer Unternehmen in den kommenden Jahren noch produzieren wird, das wird sich zeigen. Für einen Innovationspreis war es mit seiner aktuellen Anlage auf jeden Fall schon mal nominiert.